Hallo und herzlich willkommen zurück zu Mountain Blade 2 Bannerlord mit meiner bereits vierten Staffel und der jetzt 74. Folge, immer noch am 10.04.23 in der Vorproduktion. Bevor es aber losgeht, gibt es wie immer ein herzliches Dankeschön und zwar geht es diesmal an DarkDevil1058. DarkDevil hat nämlich am 29.06.22 das öffentlich sichtbare Abo bei mir hinterlassen. Herzlichen Dank dafür, du warst Nummer 898. DarkDevil verschwindet jetzt aber wieder und ich will noch eine kleine Info vorab geben. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, die Doppelfolge für diese Woche gibt es dann am Sonntag. Das heißt, ich werde wahrscheinlich die Sonntagsfolge auch nicht eine Dreiviertelstunde machen, sondern jeweils beide Folgen eine halbe Stunde. Und solange ich auch komplett nur noch Mountain Blade als Solo-Let's Play drin habe, habe ich mir überlegt, wird es auch keine Extralänge mehr am Sonntag geben. Ich denke, das ist fair, oder? Dafür, dass ihr halt jetzt ohne Unterbrechung, also ohne eine Woche warten zu müssen, jeden Tag eine neue Folge seht. So, ich will erstmal speichern. Hallo Stimme. Denn es sind so viele Dinge gleichzeitig zu tun. Gnade zeigen müssen wir, anders geht's nicht. Dann aufleveln, meiner einer. Ich will nochmal in Reiten. Den Fokuspunkt. Achso, das bin ich gar nicht. Entschuldigung. Er ist es. Er ist es, sie ist es, Bruce Willis. Ja. Und er ist auch dahingehend aufgelevelt. Wenn Truppmoral über 70, das haben wir recht häufig. Und persönlich Verhältnis pro Tag zu irgendwelchen... Ja, okay. Beim Rasten in Siedlungen? Oder wenn Moral hoch? 20% mehr oder 15? Ich raste eigentlich immer in Siedlungen. Das heißt, das hier ist sinnvoller. So. Dann. Aufleveln und an die Garnison spenden, ne? Ich habe dezent 150 Mann zu viel. So. Passt. Wackelt hat Luft. Ja. Habe ich gerade einen Bauern zum Rekruten gemacht? Ja, habe ich. Egal. So, Garnison. Um Gottes Willen. Ja. Ja, von mir aus. Rein damit, auch Batania und irgendwelche Banditen und Söldner. Und ist mir egal, da müssen 150 Garnisonseinheiten rein. Was war das gerade? Ah, gut, die Milizen, die wir befreit haben. So, und dann habe ich hier allerdings wahrscheinlich viel zu viel von irgendwas. Das macht summa summarum 22, 32, das heißt 2 zu viel. Dann sind wir hier bei genau 20, 5 zu wenig, okay. Moment, wo sind meine Elite? Hier, Palastwachen sind, oh, auch zu wenig. Uff. Wie viel habe ich denn zu viel? Ah, egal. Schwierig gerade, was ich zuerst rausgebe. Warte mal, das sind doch mehr als 30 hier. Nee, sind es nicht, Entschuldigung. 28 sind es. Gehen wir mal 5 hiervon rein. Wir brauchen ja auch ein bisschen Elite für die Verteidigung. Und dann die hier komplett. Von den Bogenschützen, die mit dem niedrigsten Level. Gehen wir mal 1, 2, 3, 4 mit rein und dann habe ich erstmal nicht mehr zu viele. Dann gehen wir noch zur Taverne. Die will er wieder nicht verkaufen, ich sage aber, er soll sie verkaufen. So. Denn die machen uns nur noch langsamer. Zurück. Handel. Genau, ich habe da hier unseren komischen Banner gekriegt. Das hier wollte ich. Ich hatte jetzt eigentlich gehofft, dass wir mal den Vlandischen Krieg beenden können. Ich kurz nach Hause kann, den Krams abladen kann und wir uns dann erstmal in Ruhe um andere Sachen kümmern können. Aber hätte, hätte, Fahrradkette. Bevor jetzt hier auch eine Rebellion kommt, lassen wir mal ein bisschen Nahrung da. So. Habt ihr Midland-Salters? Ja, eins, immerhin. Ja, die ist ein bisschen teuer hier. Haben wir denn schon? Nee, Quatsch. Wir können gar keinen Herde Manus haben. Wir haben eine Truppe von 700 Mann. Eigentlich. Also eine ganze Armee von 700. Hier wird jetzt bloß gerade meine Truppe nur angezeigt. So. Raus den Bums. Und jetzt ehrlich, alles mal raus hier. 25. Oh.
Egal. Ich brauche Platz. So. Diesmal kam gar nicht die Warnung. Ach nein, alles gut. Sie hatten noch 23.000. So rum. Okay. Im Handel haben wir 2 Fertigkeitspunkte gemacht. Schön. Weil ich ja auch irgendwann mal einen Teil von der Nahrung eingekauft habe. Obwohl, nee, warte mal. Ich glaube, Fleisch habe ich schon seit Ewigkeiten nicht mehr eingekauft und Fisch. Lull. Egal. Hier einige Zeit warten erstmal. Darius wird angegriffen. Hier, ja, ja. Einige Zeit warten. So, jetzt geht's um den Besitz von Jamaris. Du hast schon Rothea, Junge. Stadt und Burg. Du hast ja auch schon eine Stadt. Und 2 Burgen. Okay, dann ist es doch Serenor, dem es am meisten zugesteht. Zugesteht? Zusteht, meinte ich. Entschuldigung. So, ist in Ordnung. Wie sieht es jetzt langsam aus hier? Alter, die haben 1500 und mehr. Oh, Alter. Einfluss meine ich. Es gibt aber viel zu wenige Trupps irgendwie. Ha. Penton. Mit seiner Europa und Burg Varagos. Ha. Noch cooler wäre es ja, wenn ich jetzt mal einzelne von denen hier erwische und ihn anbieten könnte. Tret doch lieber unserem Imperium bei. Oh, das ist jetzt wirklich um Welten günstiger durch den einen Perk, den wir da haben, glaube ich, ne? Kann ich denn wieder jemanden rufen? Nur sie? 40 Rekruten, egal, komm mit. Sind 111 Mann mehr. Wir haben aber noch echt viele Verwundete. Karawane, toll. Oh oh. Wenn es jetzt nur eine Armee ist, okay. Wenn es beide sind, müssen wir abhauen. Der wird's wirklich wissen, wa? Ja. Okay. Stärketechnisch sind sie uns überlegen. Wir haben Nahrung nur für einen Tag. Seine Moral ist grundsätzlich höher als die Durchschnittsmoral von all unseren Leuten. Ha. Shit, wir können keinen Hinterhalt legen. Oh, wie fies. Wir können keinen Hinterhalt legen. Mist. Habe ich mich noch nie gesehen. Wollte ich mal probieren. Warte mal, was ist jetzt, was hier Ausbruch ist? Ihr habt euch einen Plan zurechtgelegt, euch den Weg durch den Angreifer zu kämpfen und aus der Festung zu fliehen? Nee, das möchte ich nicht. Ich will sie schwächen. Einen Angriff machen, genau. Oh Gott, er kommt mit 680 Mann. Ah, das heißt aber 400 Mann hat er sonst wo gelassen? Als Garnison oder verloren oder? Wir sind so dermaßen unterlegen. Aber vielleicht schaffen wir es. Können wir eine Aufstellung machen oder geht das jetzt sofort rein? Wir können eine Aufstellung machen. Und theoretisch sind wir jetzt auch in der Defensive. Warte mal, du sollst... Nee, schön, warte. So, zack. 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 Du kannst mit mir reiten. Sind in der Defensive eigentlich. Wir haben sogar einen bewaldeten Hügel. Alles klar. Okay. Sollte das Spiel endlich mal auf meiner Seite sein? Moment. Ah, ich glaube, das wird so nichts. Dann müssen wir uns doch breiter aufstellen. So.
Dann noch Zusatzfeuerkraft hier hinter. Naja, möglichst so, dass der Baum nicht im Weg ist, genau. Infanterie, da wo sie steht, steht sie eigentlich ganz gut. So. Am besten gleich in Schildformation. Die 4 hier. Und die 5 hier. Abeta oder Peter? Ja, sie kommen. Oh, weiter nehme ich es auch vorbei. Infanterie vor. Aber sie kommt doch nicht. Na, nur ein Teil von ihnen kommt. Okay. Nein! Nein! Was macht ihr denn? Och! So. So. Mist. Irgendwann treffen wir schon. Immer nur auf die Reiter hauen. Geht doch. Boah Gott, sind das noch viele hier. Eigene Kavallerie. Wieder zurück. Au. Ja, doch, das sah jetzt zu unseren Gunsten eigentlich ganz gut aus. Wie viele sind denn das? Ach, du Heilige. Nee. Die ziehen wir erstmal wieder zurück. Aber die Bogenschützen machen eine gute Arbeit, würde ich sagen, ne? Nathanos hat auch noch ein bisschen ausgeteilt. Sehr schön. Konterangriff. Oder wir stürzen uns nochmal nur auf eine der Kavalleristen. Auch eine Idee. Ah, die haben keinen Bock. Eigentlich könnten wir mal die Infanterie vorziehen. Aber nicht nur in einer Reihe. Die Bogenschützen dahinter. So, ihr könnt auch gerne noch die feindliche Kavallerie mitjagen. Moin! Oh, falsche Waffe noch. Entschuldigung. Warte mal, wer ist denn Freund, wer ist hier Feind? Ah ja, okay. Meine, wenn wir die feindliche... Oh, Verstärkungswelle, es ruckelt. Entschuldigung. Wenn wir die feindliche Kavallerie erstmal ausgeschaltet haben, sieht das ja schon wieder ganz anders aus, ne? Oder wenigstens ein Kräftegleichgewicht hinkriegen hier. Okay, 4 und 5, nochmal zurück. Wie viele sind das eigentlich? Oh Mist, das sind viel zu viele. Ich hätte den Hügel halten sollen. Ich hätte den Hügel behalten sollen. Jetzt ist es zu spät. Jetzt können wir nur hoffen, dass wir genug Elite haben. Auf die feindliche Kavallerie. Nein! Blödes Kamel! Das wird nichts, Leute. Das wird nichts. Ich glaube, wir verlieren das. Jetzt können wir nur hoffen, dass wir hier noch ein, zwei Bannerträger erwischen und Moralschock verursachen. Die dann erstmal weglaufen, während unsere Infanterie einfach hinterherläuft. Jo, erste Banner down. Da das zweite. Aua, nein. Nicht rauslaufen, nicht rauslaufen. Ich will den Typen erwischen. Jo. Nochmal. Nein. Nein. Oh, das gibt's doch nicht. Okay, wir schieben sie auf jeden Fall fleißig zurück, aber... Oh. Ist jetzt nicht dein Ernst, ne? Der hat eine Verstärkungswelle in unserem Rücken bekommen. Oh, und ich... Hilft nix. Allgemeines Chaos. Nee, Leute. Das müssen wir neu laden. Das ist schiefgelaufen vom Feinsten.
Heilige Babimba, ey. Wenn das Gute ist, wir sind da. Wir können Verteidigung aufbauen. Und Alea ist ja mittlerweile gar nicht mal so schlecht geskillt darin. So, nochmal möglichst viele heilen lassen. So. Wir schließen uns der Verteidigung an. Wer gibt jetzt eigentlich die Befehle, was hier gebaut wird? Ich dachte eigentlich, ich als Kaiser darf das machen. Oh. Mal gucken, wer jetzt das gilt. Alea! Alea macht schon automatisch, okay? Erstaunlich, ja. Ich hätte gedacht, ich darf befehlen, was hier reingeht, was nicht. Ah, jetzt haben wir kein Essen mehr. Moment mal. Sekunde. Ich lade nochmal neu, Leute. Es tut mir leid. Ich habe doch hundertes von Essen dabei. So, zurück. Handel. Aber so, dass ich hier noch 60 habe. So, Getreide reicht, wenn wir erstmal 100 haben. Erstmal. So, muss ich später wieder zurückkaufen nach der Schlacht hier. Fleisch 150. So. Allerdings. Mist, das füllt ja gar nicht die Nahrungsvorräte auf, oder? Ah. Nicht großartig. Das ist ja ein ganz anderer Wert. Das ist gar nicht das, was ich hier reinlege, sondern das, was hier mit der Zeit reinkommt durch die Dörfer und durch die Eigenproduktion. Ah, na gut. Dann verteidigen. Oh doch, jetzt haben wir für 3 Tage Essen. Aber es kommen 680 Mann noch dazu, die ich vergessen habe, ehrlich gesagt. Kommt denn wenigstens noch eine verbündete Armee? Sargon wird auch belagert. Ja, schön. Kann ich mich mal hier umgucken? Teich Jamaris. Mit 1037 Mann. Oh. Stellung halten, würde ich sagen. Oh, lol. Die 600er Armee hat sich aufgelöst. Kein Zusammenhalt mehr. Geil. Tschüss. Okay. So, noch einen Tag haben wir Nahrung. Wie weit ist Inkurion? Hätte ich das sehen können. Oh, ja, von wegen, er verteidigt. Er läuft weg. Boah. Kara freigelassen. Gut. Hey, wir kriegen Truppen ran. Achso, ja klar, die Verwundeten, die sich erholen. So. Sag mal, baut er eigentlich auch? Ja. Aber noch nichts zum Beschießen. Ach, er will einen Sturmangriff. Okay. Mach mal. So. Oh, jetzt ist das Kräfteverhältnis schon fast ausgewogen, ne? Mach mal eine Verteidigung. Warum darf ich keine Aufstellung befehligen? Hallo? Dein Ernst? Oh! Ist jetzt nicht euer Ernst, ne? Ich durfte keine Aufstellung befehligen. Habe ich Befehlsgewalten? Habe ich. Oh, ist das dumm. Entschuldigt bitte, aber ist das dumm. Warum durfte ich die nicht vorher verteilen? Ja, da oben haben wir Katapult, da will ich hin. Ist ja maximal bescheuert, ey. Weg da. Weg da. Mal gucken, wohin der fliegt. Oh, muss weiter. Oh, ist die Entfernung noch größer als gedacht. So, wir verschieben den Zielregler, ne? Bisschen höher noch. Und gut, hoffen. Daumen drücken. Immer noch nicht weit genug. Shit. Wir müssen die Türme zerstören.
So, maximale Reichweite fast erreicht. Ach komm, ich mache es auf maximal. Und? Wir kommen gar nicht ran an das Scheißding. Och. Dann erst deutlich tiefer ziehen und den Rambock zerstören. Oder auch die Einheiten dahinter erwischen. Yo, Volltreffer. Das ist schon, das war Spaß. Boah, hat der nicht noch einen zweiten Turm? Wo ist denn der? Oh Mist, ich hab daneben gefeuert. Schneller nachladen! Ja, die Einheiten treffen ist eine Sache, aber den Turm zu, den Rambock zu zerstören ist eine andere eigentlich, ne? Oh Mist! Da muss ich jetzt tiefer zielen. Deutlich tiefer. So. Mehr Munition! Ja. Und auch Schaden an dem Rambock gemacht. Aber sie kriegen den Turm ran, verdammt. Achso, ich habe wieder Munition. Entschuldigung. War abgelenkt durch den Typen, der mir getroffen wurde. Was? Achso, ich habe das ganze Ding nur getroffen, okay. Schneller! Ja! Aber wir kriegen es nicht mehr komplett kaputt, oder? Tiefer ziehen kann ich jetzt nicht mehr. Letzter Schuss. Okay. Jetzt könnt ihr wieder übernehmen. Oh Mist. Oh Mist. Ja, das andere Katapult feuert drauf, immerhin. Oder Balliste, Entschuldigung. Mann. Der blöde Turm, ne? Die sind Leitern, ne? Naja, die müssten Leitern sein. Oh Gott, ob ich das noch rechtzeitig schaffe, ist die andere Frage. Am besten mit dem Pferd. Oh, lol. Wo ist mein Hottehü? Da ist mein Hottehü. Nathanos, halt die Stellung! Falls es Nathanos war. Schnell rüberreiten. In der Hoffnung, ich erwische jetzt gleich den richtigen Turm. Wow. Und dann Geschosse auf den Turm schmeißen. Oh je. Oh je. Das wird doch nichts. Ich komme zu spät. Wir müssten ja da oben noch so Wurfgeschosse haben. Die ich gleich auf den Turm schmeißen kann, hoffentlich. Damit der noch zusammenbricht. Und ich hoffe, der wurde schon vorgeschädigt. Sonst haben wir echt ein massives Problem. Warum hat der eigentlich nicht da drauf geschossen? Kann ich das hier noch aufheben? Nein. Dann hebe ich jetzt das auf. Wo ist denn der Turm überhaupt? Der müsste von der rechten Seite kommen, oder? Oh. Moin! Jo. Wir stellen da drüben die Leitern auf, okay. So, Sekunde mal, ja? Also, das ist jetzt, die sind hier drin. Moment mal. Vorsicht, nicht fallen lassen, Robin. Weg da. Toll. Nein, ihn erwischt. Das ist jetzt echt uncool, wenn das Tor offen ist. Echt uncool. Nathanos, Entschuldigung. Aha. Stellung gehalten, ne? Ja. Nächste Angriffswelle abwarten. Da kommen sie. Guten Morgen. Was
Auch die Geschichte mit dem Turm ist jetzt eine gute Frage, wa? Halt still. Danke. Oh, weiter geht es auch vorbei. Okay, ihr haltet die Stellung, Jungs. Ich gehe den Turm verteidigen. Hoffentlich. Ich muss erstmal da hinkommen. Falls da Nahkämpfe sind. Machen wir doch schon mal den hier. Keine Munition mehr? Schlecht. Hier liegt Munition rum, die wir nicht mal nehmen können. Doppelt schlecht. Ah, wir halten noch die Stellung da oben, immerhin. Ne, Pfeile nachladen. Lass mich ran da, denn der Turm will ja. Vorsicht, aber den Schildthemen beim Durchlaufen. Ah, wir haben hier einen hübschen Feuerkessel, einen sehr hübschen. Ja, die Katapulte reißen Löcher in die Verteidigung. Löcher, in die. Na, wie heißt es denn? In die Linien der Gegner. Das wollte ich sagen. Lol. Sie haben den Turm nicht rangekriegt. Haben wir Wurfgeschosse hier? Bitte, bitte Wurfgeschosse, bitte. Irgendwo. Wenigstens ein paar. Ah nee, der Weg ist zu weit dann. Vielleicht auf dem Turm, wo das Katapult steht. Noch ein bisschen Restmunition. Einfach den Turm zerstören. Oh, ich bin jetzt gerade die Pumpe, ne? Wir haben schon echt hohe Verluste erlitten. Habt ihr noch? Nein, sie haben nicht. Nein! Oh, shit. Oh, toll. Sie kriegen aber den Turm nicht rangeschoben. Das ist irgendwie verbuggt an der Stelle jetzt gerade. Oh, ich muss damit runter. Es geht nicht anders. Versuchen, das Tor zu halten. Wer seid denn ihr? Ihr seid die... Upsala. Ey, ihr sollt mitkommen. Ach, alles klar. Ich darf keine Befehle geben. Ich bin der Muster Kaiser. Alles okay. Sie folgen mir einfach nicht. Sie hören nicht auf, was ich sage. Schön. Schön blöd vor allem. Ich will erstmal wieder hier hoch. Ist das maximal dumm. Kann ich irgendwie sagen? Nee, delegieren es an. Sergeants, take command. Machen die jetzt irgendwas? Nö. Soldiers. Delegieren aus. Delegieren an. Ah, es kommt Bewegung rein. Sehr schön. Weil wir brauchen nicht da stehen und verteidigen. Wenn die den Turm dann nicht rangeschoben kriegen, oder? Warte mal, ist der... Shit, der Turm ist dran. Ah! Oh, das war schon ein teurer Treffer. Elite-Kataphrakten tun weh, wenn die umkippen. Alle ja aufgestiegen, schön. Und eine Angriffswelle nach der anderen kommt. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen, Leute. Ich treffe irgendwie nichts, verdammt. Oder ich kriege keinen Hitmarker. Keine Rückmeldung. Ah, aber hier halten wir noch die Stellung. Ja, gut. Jetzt daneben treffen, ey. Ah, gut. Oh. Fianz. Oh, halt doch bloß nicht still, Junge. Oh. Nee. Eine Stianz hat und eine Stalbet hier. Einmal nachladen. Jetzt habe ich hier keinen Blickwinkel nach da drüben. Oh, hey. Aber jo, das hier sieht schon mal vielversprechend aus. Wir können sie damit auf Abstand halten, eine Zeit lang. Krieg ich hier einen Schusswinkel? Ja. Okay. Das sollten wir nicht so machen. Dann lieber so. Man sieht bis so wenig, ne? Okay, das sieht gerade geil aus. Das war gerade so richtig Regiment vor. Das sah gut aus jetzt. Ah doch, wir scheinen das zu halten. Vom Kräfteverhältnis her, wenn jetzt nicht noch große Verstärkungswellen kommen. Halten wir die Verteidigung hier.
Weil links der Balken ist ja der feindliche, rechts ist unserer. Wir sind ja ein helleres Pink oder helleres Violett, wie man sagen möchte. Ja! Sie flüchten! Wie geil! Oha. Sie haben den Rückzug angetreten, wie geil! Wow! Und? Wir haben 117 verloren, aber der Gegner fast 300 plus Verwundete. Alles klar, und immer mehr fliehen jetzt natürlich, ja, die rennen jetzt hier raus aus dem Schlachtfeld. Wow! Ich habe einen verloren, Infanterie. Krasser Shit! Ja, aber die erwischen wir jetzt nicht mehr, ne? Also, ein paar rennen gerade los und wollen die noch angreifen, aber die erwischen wir nicht mehr. Ich glaube, ein paar sind sogar runtergesprungen. Ah, ne, die sind den Turm runtergeklettert. Oh, wie geil einfach! Wie geil! Fertig! Und die Belagerung geht weiter. Und wir haben wieder Nahrung für einen Tag, okay? Jetzt würde ich mir sogar einen Ausbruch erlauben. Weil jetzt sind wir im Vorteil. Aber, liebe Leute, nicht mehr in der heutigen Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ihr mehr sehen wollt, schaltet einfach morgen wieder rein. Ciao!